Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Schön, dass ihr auch bei meinen YouTube-Videos mit dabei seid. Welches Thema habe ich heute für euch? Mehr Hundehaltung. Ja, ganz viele Hundehalter haben mich gefragt, hey Andreas, kannst du mal ein bisschen was über mehr Hundehaltung erzählen? Weil du hast doch selber auch mehr Hunde als einen. Ganz genau. Ich habe ja, seit ich denken kann, mit Hunden zu tun. Ja, tatsächlich habe ich schon seit meinem 6. Lebensjahr Hunde um mich rum. Nee, eigentlich noch viel früher. Aber so wissentlich habe ich ja seit meinem 6., 7. Lebensjahr so ein Stück weit Verantwortung für Hunde bekommen. In meiner Familie gab es immer Hunde. Und ich bin froh, mit Hunden aufgewachsen zu sein. Und ich bin in einer sehr natürlichen Umgebung aufgewachsen. Ich bin so ein Landkind. Aber jetzt zur Mehrhundehaltung. Ja, wir hatten in unserer Familie immer mindestens 2 Hunde. Ja, wir waren eine große Familie und wir hatten auch immer mindestens 2 Hunde. Und so kam es, dass ich mich auch immer mit dem Verhalten von Hunden beschäftigt habe. Mich faszinierten schon immer viele Hunde. Ja, und jetzt habe ich selber auch viele Hunde bei mir zu Hause. Ja, mittlerweile sind es 6. Ich zähle sie mal auf. Hoffentlich vergesse ich jetzt keinen. Die Marie, die Molly, die Mizi, die Ola, den Babu und, wer ist jetzt noch dazugekommen, als kleines schwarzes Findelkind aus Spanien, die Cookie. Genau. Viele haben sich ja gefragt, hat sie jetzt einen neuen Namen? Nein, sie hat einen alten Namen, nämlich Cookie. Ganz viele von euch haben uns geschrieben, hey, Cookie ist doch ein total süßer Name, passt doch zu ihr, lass doch einfach den Namen so, wie er ist. Und wir haben uns gedacht, gut, schöne bestehende Dinge sollte man einfach manchmal nicht verändern. Aber das mal nur so am Rande. Apropos, bei Mehrhundehaltung fallen irgendwann einem keinen Namen mehr ein. Ne? Also wenn man so 2 Hunde hat, geht es ja noch bei 3, 4, 5, 6. Bei mir ist es ja so, ich sitze ja an der Quelle im Tierschutz. Und ich werde also immer wieder mit neuen Fällen konfrontiert. Und da kann mein Herz schlecht Nein sagen, wenn irgendwie wieder so eine kleine vierbeinige Fellnase bei mir anklopft. Ja, und jetzt sind es 6 Hunde. Und was macht für mich eigentlich die Mehrhundehaltung aus? Also erstens muss ich mal klarstellen, für mich ist die Kommunikation zwischen Hunden ganz wichtig. Und ich habe deutlich weniger Arbeit, umso mehr Hunde ich habe. Ja, hört sich seltsam an, oder? Ihr müsst halt nur darauf aufpassen, dass ihr, wenn ihr beispielsweise 2 oder 3 Hunde habt und habt einen so einen kleinen Feuermelder dabei, dass der eure anderen ruhigen Hunde nicht mit der unruhigen Energie ansteckt. Ich brauche immer mehr Hunde um mich rum. Ja, und ich finde auch Hunde haben das Recht, mehr Hunde um sich herum zu haben, als nur den Menschen. Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und es gibt sicherlich ganz viele Hunde, die sagen, ich habe keinen Bock auf andere Hunde, ich habe schlechte Erfahrungen mit Hunden gemacht. Aber auch da gehe ich hin und sage, gebt bitte auch solchen Hunden wieder eine Chance. Gebt ihnen die Möglichkeit, wieder mit Artgenossen in den Kontakt zu kommen. Weil Hunde können durch Hunde ganz viel lernen. Unsouveräne Hunde werden durch andere Hunde souverän. Ängstliche Hunde werden mutiger. Und vorwitzige, freche Hunde werden von anderen Hunden auch ganz gut eingegrenzt. Also Mehrhundehaltung hat für mich auch mehr Vorteile. Wenn Hunde miteinander spielen, dann powern sie sich aus. Ob das jetzt im Haus ist, im Garten oder beim Spaziergang. Wenn ich jetzt einen Hund habe und er hat so richtig viel Energie bei sich, ja, dann muss ich mit ihm ganz viel machen, damit er eben ausgepowert ist. Wenn ich aber mehrere Hunde habe, dann spielen diese Hunde auch miteinander und sie kommunizieren auch die ganze Zeit. Und das ist eben auch anstrengend. Aber das ist gut,
für den Hund. Der Hund powert sich körperlich aus und er wird auch seelisch ausgelastet. Habt ihr schon mal 2, 3 Hunde miteinander im Korb liegen gesehen? Habt ihr mal gesehen, wie schnuckelig die miteinander sind? Machen wir uns doch nichts vor. Wir Menschen wollen immer das Beste für unsere Hunde. Ja, ich auch. Aber ich weiß, dass Miezi und Molly beispielsweise echt unzertrennbar sind. Die zwei lieben sich. Aber ich sage auch immer, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich, weil die zwei kriegen sich auch schon mal in die Wolle. Und da haben manche Menschen echt ein Problem mit, bei der Mehrhundehaltung, wenn es dann mal rappelt. Das kommt in den besten Familien vor, dass Hunde sich schon mal die Meinung geigen. Ja, aber anschließend vertragen sie sich auch wieder. Nicht jeder Hund, der irgendwie mal Stress mit einem anderen Hund hatte, ist gleich ein aggressiver oder ein böser Hund. Hunde brauchen manchmal diese Auseinandersetzungen, um eben bestimmte Verhältnisse zu klären. Wenn wir also mehr Hunde im Haus haben, dann sollten wir lernen, auch einfach mal die Klappe zu halten. Ja, wir dürfen lernen, unsere Hunde zu beobachten. Wir dürfen lernen, wer welchen Rang hat, wer hat welche Position, wer hat mehr zu sagen, wer weniger, wer ist unser Seelchen in der Familie, wer ist der Rambo, welchen Hund müssen wir fördern, welchen Hund müssen wir bremsen und welche Hunde verstehen sich miteinander am besten. Bedenkt auch immer, wenn ihr ein kleines bestehendes Rudel habt, ich nenne es jetzt einfach mal wieder Rudel, auch wenn es jetzt fachlich nicht korrekt ist. Aber wenn ihr so ein kleines Hauswolf-Rudel zu Hause habt und ihr wollt dann nochmal einen zusätzlichen Hund dazu holen, dann gebt auch den Hunden die Möglichkeit, mitzuentscheiden, ob sie noch einen weiteren Hund in der Familie dazu haben möchten. Also lasst die Hunde bitte mitentscheiden. Schmeißt nicht einfach irgendeinen Hund x-beliebig in die Gruppe. Also wenn ihr jetzt beispielsweise 3 Hunde habt und wollt noch einen 4. Hund haben, dann überlegt euch wirklich gut, welcher Hund passt zu meinem Hausrudel. Wird es eher ein älterer Hund? Möchte ich einen jungen Hund haben? Brauche ich einen großen Hund? Brauche ich eher einen kleinen Hund? Also das sind alles so Entscheidungen, die sind man nicht schnell so über den Zaun zu brechen, sondern man sollte da sich in Ruhe Gedanken drüber machen und seine Hunde, die man schon zu Hause hat, genauestens beobachten. Denn unsere Hunde zeigen uns ganz deutlich, ob sie jetzt noch einen weiteren Hund in der Familie haben möchten oder nicht. Ihr könnt es ja so ausprobieren, dass ihr vielleicht schon mal den Nachbarshund bei euch für 2, 3 Stunden einziehen lasst, wenn die Hunde sich verstehen natürlich. Ihr könnt ausprobieren, wenn ihr zusammen mit irgendwelchen Freunden spazieren geht und ihr geht dann mal gemeinsam in den Garten und seht dann, wenn ihr anstatt 3 Hunden jetzt auf einmal 4 oder 5 oder 6 Hunde im Haus habt und ihr seht dann, welche Stimmung ist da eigentlich. Seid ihr bereit dazu, so eine Verantwortung für so viele Hunde zu übernehmen? Leider passiert es häufig, dass sich Menschen unüberlegt Hunde ins Haus holen und sich nicht im Klaren darüber sind, was da so auf sie zukommt. Viele Hundehalter sind schon mit einem Hund überfordert. Ja, dann holen sie sich manchmal noch den 2. und den 3. und den 4. und dann schieben sie es immer auf die Hunde, wenn irgendwas nicht so gut läuft und sagen, ja, also wenn der jetzt nicht wäre, dann wäre der andere ja auch nicht so. Und damit weisen sie die Schuld von sich. Wenn wir also mit einem Hund ein Problem haben, dann sollten wir erst einmal schauen, dass wir mit ihm in die Harmonie kommen und dass wir mit ihm einen gemeinsamen harmonischen Weg gehen können, bevor wir dann 2, 3 oder 4 Hunde zu Hause haben. Wenn ihr aber beispielsweise 2 stabile, souveräne Hunde zu Hause habt, alles läuft super und ihr sagt euch, ey, ich habe echt noch Bock auf einen 3. Hund, dann trefft diese Entscheidung innerhalb der Familie in Absprache. Macht bitte keinen Alleingang. Wenn ihr mit mehreren Menschen in der Familie lebt, dann involviert bitte alle.
Alle sollen mitentscheiden, ob ein weiterer Hund in die Familie kommt, weil alle sollen auch ein Stück weit die Verantwortung übernehmen. Wenn das geklärt ist, dann geht ihr mit euren Hunden beim Spaziergang mal in bestimmte Situationen zu bestimmten Hunden. Daran könnt ihr schon erkennen, ob euer Fritzchen vielleicht eher kleine Hunde mag und euer Paulchen vielleicht große Hunde mag. So könnt ihr dann die Entscheidung treffen, welchen Hund ihr bei euch einziehen lasst. Lasst euch Zeit mit der Entscheidung. Gebt euch die Ruhe. Denn ihr braucht diese Souveränität, um dem neuen Familienmitglied die Möglichkeit zu geben, sich als Hund bei euch zu entfalten. Und auch eure Hunde, die bereits in der Familie sind, brauchen Zeit. Schmeißt nicht einfach irgendeinen Hund, nur weil ihr ihn toll findet, in eure Gruppe. Das kann Stress geben für alle Beteiligten. Lasst euch wirklich die Zeit und gebt euch die Ruhe, um eben diese Entscheidung, ja, die für ein Hundeleben ist, in Ruhe zu treffen. Ist der Hund dann erstmal eingezogen und es gibt so kleine Meinungsverschiedenheiten zwischen den Hunden, dann werdet nicht sofort hysterisch und greift in alle Situationen ein. Sobald zwei Hunde oder drei Hunde einen Hund mobben, sprich den neuen Hund, wird es an der Zeit, das zu unterbinden. Sollten bestimmte Hunde in eurer Gruppe den Neuankömmling vielleicht schon mal anknurren und ihm damit die Grenzen aufzeigen, dann dürft ihr das auch zulassen. Es soll halt aber immer nur bis zu einem bestimmten Punkt gehen. Also eure Hunde haben nicht die ganze Zeit zu entscheiden, wer zu euch ins Haus kommt und wer nicht. Dafür seid ihr zuständig. Aber wenn Hunde eben ganz fein miteinander kommunizieren und einer liegt irgendwie im Korb und der andere kommt da zu nah ran oder will in den Korb reinsteigen und bekommt dann mal so einen kleinen Knurrer ab, dann ist das überhaupt kein Drama. Also Hunde dürfen auch miteinander kommunizieren und auch eure Hunde haben ein Recht, ja, ein Hausrecht auf ihr Zuhause. Gerade ältere Hunde dürfen zu Hause in ihrer Position nicht vom Thron geschubst werden. Wenn ihr jetzt beispielsweise einen 10 Jahre alten Hund zu Hause habt und da kommt ein Youngster rein von einem Jahr und der räumt da voll die Küche ab und das Wohnzimmer und euer 10-jähriger Hund ist total genervt und weist auch mal den neuen Hund zurecht, ja, dann ist das in Ordnung. Es muss nur immer angemessen geschehen, ne? Also es darf nicht zu wirklich ernsthaften Auseinandersetzungen kommen, weil wenn das der Fall ist, dann passen die Hunde einfach nicht zusammen und dann müsst ihr die Entscheidung auch wieder rückgängig machen. Also dann müsst ihr auch wieder die Entscheidung treffen und sagen, nee, also das haben wir jetzt nicht gut überlegt. Unser Hund oder unsere Hunde leiden unter dem neuen Hund und dann müssen wir uns leider wieder trennen. Manchmal ist das halt so, genau wie in den Beziehungen zwischen Menschen geht man manche Wege ganz viele Jahre miteinander und manche eben nicht. Scheut euch also nicht vor der Mehrhundehaltung. Habt keine Angst davor, sondern begeistert euch für ja, diese Hundeseelen. Umso mehr Hunde ich im Haus habe, umso besser geht es mir. Umso glücklicher bin ich und umso freier bin ich. Und ich werde täglich mit wundervoller Energie beseelt. Ja, das ist für mich so das Wichtigste, dass ich mit den Hunden in einer wundervollen Beziehung lebe. Ich erwarte auch gar nicht so viel von meinen Hunden und deshalb lasse ich Molly so sein, wie sie ist. Ja, mit ihrer Protzigkeit. Ich lasse Marie in ihrer ausgeglichenen Beseeltheit. Ich lasse Miezi einfach so, wie sie ist. Unser kleines Nesthäkchen. Auch wenn sie schon fast 10 Jahre ist, ist sie die instabilste im Rudel. Ich lasse Ola als ehemaligen Kettenhund, der nach 9 Jahren zu mir gekommen ist, einfach so, wie sie ist. Sie freut sich des Lebens. Ja, und ich lasse auch einen Babu, den kennt ihr übrigens auch, der hat, glaube ich, 4,5 Millionen Klicks. Das ist der Hund, der keinen Bock hat, über einen Baum zu springen. Ja, genau der.
Ich liebe ihn für seinen eigenen Kopf und für seine super süßen kleinen Pinselöhrchen, womit man echt schöne Bilder malen könnte. Wäre mal so eine Idee. Und ich mag Cookie. Cookie, die jetzt erst ja, ganz kurze Zeit bei uns ist und schon ganz viel gelernt hat. Sie hat auch schon von Molly und auch schon von Marie und von Miezi wirklich ganz klare Ansagen bekommen, dass bestimmte Dinge einfach bei uns nicht erlaubt sind. Aber umso mehr Hunde ich in meinem Leben kennenlernen durfte, umso mehr gute Energien habe ich für mich in meinem Leben bekommen. Und Hunde schenken mir immer das Gefühl zu sein. Einfach nur zu sein. Im jetzigen Augenblick. Ich finde es traumhaft. Ich finde es einfach traumhaft, mit meinen Hunden auf der Wiese zu liegen, mit meinen Hunden spazieren zu gehen, mit den Hunden einfach Spaß zu haben, ihnen Freiheiten zu geben, zu kuscheln und von ihnen zu lernen. Und ich bekomme wirklich so viel gute Energie, dass ich, ja, seitdem ich mit Hunden zusammenlebe, mich nicht darüber beschweren kann, dass mir die Leichtigkeit im Leben fehlt. Und ich habe natürlich auch den absoluten Luxus, in teilweise bis zu 40 oder 45 Hunden baden zu können. Ja, im Revier für Hunde. Wer das einmal erlebt hat, der weiß, wovon ich spreche. Von Meerhunden. Also Meer mit Doppel-E, Meerhunde. Also ich liebe es wirklich, in Hunden zu baden, weil ich lade die Menschen immer ein, sich auf den Boden zu legen und die Hunde mal kommen zu lassen und dieses Gefühl zu spüren, einfach mal nicht zu sprechen, sondern die Hunde zu fühlen. Es ist wundervoll. Die Menschen, die hier zu uns zu Besuch kommen, auch in die Erlebniswochen, die dann in Hunden baden, manche lassen ein paar Tränen. Sie sind sehr berührt über so viel gute Energie. Also, habt Mut zur Mehrhundehaltung. Und wenn schon mal ein paar Probleme aufkommen, ja, dann ist das so. Vielleicht fühlt sich hier die ein oder andere Mutter oder der Vater angesprochen, die wissen, dass wenn man ein Kind hat, zwei Kinder, drei oder vier, dass das auch mal wieder was ganz anderes ist. Und da läuft auch nicht immer alles glatt. Gebt den Hunden die Möglichkeit, auch Fehler machen zu dürfen, so wie sie uns auch die Möglichkeit geben, nicht alles richtig zu machen. Wer mehr Hunde zu Hause hat, der hat mehr vom Leben. Mehr Hundehaltung bedeutet, dass ihr zwar die Verantwortung für mehr Hunde habt, aber die Hunde sich untereinander wundervoll ergänzen können. Lasst die Hunde bitte Hunde sein, vermenschlicht sie nicht. Und wenn sie in ihrem kleinen Haus Wolfrudel zusammen irgendwelche Meinungsverschiedenheiten haben, irgendwelche Diskussionen haben, irgendwelche Sachen noch nicht geklärt sind, ja, dann schaut zu und lernt ganz viel von ihnen. Wenn der erste Hund eingezogen ist, weiß man nach spätestens 6 Monaten, ich werde beim zweiten alles anders machen. Es gibt viele Hundebesitzer, die sagen, aber das passiert mir so aber nicht nochmal. Kommt der zweite Hund dann ins Haus, ja, dann schleichen sich bestimmte Sachen auch nach einer gewissen Zeit wieder ein. Kommt der dritte, lernen wir immer mehr dazu. Behaltet bitte die Ruhe, behaltet die Nerven. Beobachtet die Hunde ganz genau. Die Zusammenführung der neuen Hunde sollte im besten Fall immer draußen beim Spaziergang stattfinden, bevor ihr dann mit dem neuen kleinen Hausrudel in euer Zuhause geht. Gebt den Hunden die Zeit, sich kennenzulernen. Zwingt sie nicht zu Freundschaften. Ermahnt sie nicht zu sehr, wenn sie ihre Grenzen aufzeigen. Gebt dem neuen Hund bitte nicht eine Narrenfreiheit, dass er tun und lassen kann, was er will, weil er ja vielleicht gerade noch jung ist, weil er aus dem Tierschutz kommt und so weiter. Gebt den Hunden die Möglichkeit, sich als Hunde zu entfalten. Und ich freue mich, wenn ihr den Mut dazu habt, euch einen weiteren Hund aus dem Tierschutz zu holen. Bitte denkt immer daran, ihr schenkt einem neuen Hund ein wundervolles Leben. Und wenn eure Hunde sich mit anderen Hunden super verstehen,
dann steht dem ja nichts im Wege, wenn dieses kleine Haushunderudel wächst. Also, ich freue mich, wenn ihr mehr Hunde habt, weil mehr Hundehaltung bedeutet mehr Spaß im Leben.